Hallo, 30 Freunde. Jetzt habt ihr ja schon ein paar Einblicke bekommen, welche Fahrzeuge ich in der Vergangenheit so besessen habe. Jetzt wohne ich ja mittlerweile so am Wald, habe da auch in Brandenburg schöne Wüstenstrecken. Und ich habe das Gefühl, mir fehlt da noch ein Fahrzeug, nämlich eins, was ich im Gelände ein bisschen bewegen kann. Und da habe ich bei YouTube das hier gesehen. Also hier hat jemand seinen X5 so ein bisschen auf Offroad umgebaut mit entsprechenden Ballonreifen, ein bisschen Höherlegung. Und die Fahrzeuge, die werden jetzt langsam wieder teurer, die E53 Modelle. Ich hatte schon drei von den Dingern, die haben mich eigentlich immer komplett überzeugt. Nicht direkt im Alltag, aber so vom Fahrspaß her waren die schon richtig cool. Also habe ich jetzt den Plan, solange es noch ein paar günstige von den Dingern gibt, mir nochmal einen zu besorgen und den dann so ein bisschen auf Offroad umzubauen. Muss also auch keine perfekte Perle sein, sondern kann ruhig ein bisschen gelitten haben und ein paar Schadstellen, Beulen, Rost und so haben. Wäre natürlich cool, wenn er noch fahren würde und man jetzt nicht sofort da unendlich viel Geld reinstecken muss, damit das Fahrzeug erstmal fährt. Die E53 Modelle sind, wie gesagt, am Anziehen. Es gab Zeiten, da wurden die V8 Modelle dir hinterhergeschmissen. Mittlerweile liegen die so ab 3.500 Euro aufwärts für irgendwelche defekten Fahrzeuge. So richtig funktionsfähige habe ich jetzt hier bei eBay Kleinanzeigen erst so ab 4 gefunden. Hier habe ich einen gefunden, da gab es erstmal nichts weiter zu meckern. Der ist in einem seltenen Grün, hat hier diese 19 Zoll Felgen drauf. Hängerkupplung wird auf jeden Fall gewünscht. Innen drinne beige, keine Sportsitze, kein Sportlenkrad, schönes Holz. Glasschiebedach, der wäre also völlig in Ordnung, wäre der erste passende Wagen für 3,9, wobei man den noch nicht gefahren ist. Der hat 300.000 auf der Uhr und da kann also noch diverses an Defekten sein. Der nächste hier für 3,9 ist zwar ein Facelift, aber hat irgendwelche Defekte. Auch ein ganz frühes Modell. Motor macht Geräusche, nicht fahrbereit. Ja, man muss schon ganz schön suchen. Also das wird schwierig, unter 5.000 hier ein Fahrzeug zu finden, was erstmal so fürs Erste funktioniert, also wo jetzt Blech mittelmäßig sein kann, aber was technisch schon einigermaßen auf Höhe ist. Ja, so sieht es eigentlich aus. Und so ab 5 geht es dann so ein bisschen weiter. Da findet man dann so ein paar Fahrzeuge, die vermutlich so einigermaßen passen würden, wo jetzt nicht sofort Defekte sind. Ja, mit Gasanlage, da würde ich jetzt keinen Wert drauf legen. Das können dann Leute kaufen, die wirklich auch vernünftig fahren wollen. Aber hier sieht man mal, ne, wieder Getriebeprobleme, rutscht durch den Rückwärtsgang und solche Spielchen. Das 5-HP24, was hier in dem X5 verbaut ist, ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es jetzt unglaublich zuverlässig ist. Vor allen Dingen bei Anhängerbetrieb kommt es ganz schön ins Schwitzen. Ja, die Facelift-Modelle, so ab 2004, die dann den N62 haben, sind natürlich schon besser, aber auch nochmal viel teurer. Ich habe jetzt einen in der Nähe gefunden, der kostet 3.599. Sehr seltene Farbe, Mahagoni, Rot, würde ich sagen. Trippelretter hat er dran, Sportsitze, beiges Leder, stark verschlissen, nettes Holz, das große 16 zu 9 Navi. Also würde ich sagen, fahren wir hin, gucken uns den mal an, zwischendurch ein bisschen alte Schule hören. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Fahrzeug. PS. Das muss man sich mal vorstellen. Und wer die Autos von damals kennt, der weiß, dass Walter mit diesem Wagen faktisch immer quer gefahren ist. Mal sehr interessante Farbe, finde ich. Mit seinem Burgundrot Metallic oder sowas. Scheinbar vorne relativ frisch. Schwarze Linie. Bremse vorne okay. Das ist leider normal, dass hier die Leisten so aussehen, vor allem wenn die Tür unten ein bisschen rostet. So, hinten gelochte Scheiben, die sind ein bisschen tot. Also auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. Getönte Rückleuchten, naja, sind nicht mein Geschmack. Endrohre ziemlich rostig. ZV macht auch keine Geräusche mehr, also wahrscheinlich Batterie leer. Ob der überhaupt was sagt hier. Er nicht. Der ist komplett tot. Dann machen wir mal Strom rein. Öl ist hier leider ein bisschen Fehlanzeige. Nichts drin oder nicht viel drin. Das ist bei den Dingern ja so ein Klassiker, dass der Füllstandssensor hier nicht korrekt anzeigt und dann gibt es Motorschaden. Ja, ein bisschen ist noch was drin. Also nach Starthilfe und mehreren Versuchen mit dem falschen Schlüssel ist er jetzt angesprungen. Und zwar auch sofort. Einer von den beiden Schlüsseln, also dieser hier,
der funktioniert nicht. Der passt zwar mechanisch, aber der ist die EBS kaputt. Naja, dann wissen wir das gleich mal. So, 214.000. Was haben wir hier für Meldungen? So, Abblendlicht. Bremsbeläge. Naja, das ist ja Pillepalle. Navi hat nicht mal Pixelfehler. Guck an. Kassette, okay. Was am Start, Sitzheizung, PDC, Bergabhilfe. Mhm. Ausziehbare Laderampe. Kein Subwoofer vom Soundsystem. Die üblichen Navi-Sachen. Schon mal sehr freundlichen Eindruck hier, der Wagen. Dann würde ich sagen, drehe ich mal eine Runde. Was fällt mir gleich auf, also der läuft, glaube ich, einen dritten Gang, Getriebe Notlauf, würde ich sagen, und dann gehen ständig die Lampen aus. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall noch ein Stromproblem. Kann froh sein, dass das Fahrzeug jetzt hier weiterfährt. Ich würde sagen, dritter Gang, er reagiert auch nicht auf die Steptronik. Getriebe Notlauf zeigt er hier zwar nicht an, aber der ist erstmal vorhanden. Also ich habe bis jetzt noch keinen Schaltvorgang hier feststellen können. Mal gucken, ob der gleich noch kommt. Wenn es ein bisschen schneller wären. Motor an sich erstmal okay von der Leistung her. Was könnte alles der dritte Gang sein bis jetzt noch? Heizung funktioniert, schon mal gut. Wasser ist auch schon warm. Tank ist nicht ganz leer, das ist schon mal schön. Fahrleistung war auch nicht so schlecht. Schaltet auch nicht runter, ne? Ja, die Reifen haben auf jeden Fall ein bisschen vom Rumstehen gelitten. Ein bisschen eckig. Aber grundsätzlich geht das schon mal. Leistung hat er auch und er schaltet auch den ersten Gang runter. Er musste nur mal durchgestartet werden. Alles gut. Jo, das hört sich doch schon mal toll an. Damit ist er für mich eigentlich kaufbar. So Freunde, X5 ist gekauft, bezahlt, bleibt hier noch ein bisschen stehen, bis ich ihn abhole. Ich würde sagen, wir fahren trotzdem mal Luft abpumpen, weil er ganz schön platt ist, und gucken wir mal auf, wie es mit dem Öl aussieht und wie er sich auf der Straße fährt mit voller Ganganzahl und nicht mit dem dritten Gang nur.